Willkommen bei Hero Wars Assistant, dem Plugin für Chrome. Aktuell ist heute die Version 2.1.4 und ich dachte mir, nachdem Ernst kein Video mehr online hat zu dem Thema, würde ich hier kurz mal was erklären wollen. Das ist links mein Hero Wars Account, rechts ist das Chrome Plugin und ich finde es wirklich sehr nützlich aus vielerlei Gründen. Erstens, man kann hier sehen, was es täglich für Links gibt. Wenn man da draufklickt, Unknown Surprise, dann wird das Hero Wars neu gestartet und man kann entsprechend halt einfach gucken, was gab es da jetzt Nettes zu kaufen, beziehungsweise was gibt es hier für einen Link. Also das ist jetzt hier der Wendy's Group Link, ja, und heute gab es also Portal Charges und so weiter, ein paar Münzen und Coins für das Event. Das ist also wirklich sehr nett. Man kann die natürlich auch aufheben. Also manchmal steht hier ein Datum dabei, wie lange die gültig sind. Da gibt es kein Verfallsdatum. Ich werde das Ganze erst morgen öffnen, weil ich aktuell noch hier in meinem Adventure drin bin. Weil wenn man auf das X klickt, dann kann man im Adventure drin bleiben, die Belohnung abholen und am nächsten Tag das Ganze raiden. Mir macht das extrem viel Spaß. Dadurch muss ich das Abenteuer nur jeden zweiten Tag spielen. Beim Hero Assistant, was kann man da Nettes machen? Also man kann hier unter anderem aktuell montags einen Scout-Bericht holen für seinen Gegner. Also wir kämpfen heute gegen Warriors of the Light, ja, im Gildenkrieg und das ist also der aktuelle Punktstand. Die gewinnen wohl, sind die stärkste meiner Meinung nach aktuell bei uns. Und wie gesagt, man kann hier diesen Bericht machen. Ich habe das heute Morgen offensichtlich um 11 Uhr gemacht. Dann kann man hier draufklicken, dann öffnet sich der Bericht. Der war vorhin schon offen bei mir. Und dann sieht man entsprechend halt, wie stark sind die. Gucken wir uns das Ganze mal an. Hier kann ich auf die Brücke klicken. Da steht Slick Rick. Und dann ist hier also auch Slick Rick zu sehen. Ja, seine ID ist auch dabei. Und ich kann dann also erkennen, naja, was hat denn das Slick Rick? Der hat einen 4-92er Totem. Und eine 630er Kraft, ja, also steht natürlich auch hier dabei. Das Totem kann man hier nicht sehen. Das ist immer das Totem, was der das letzte Mal gescannt hat, ja, bei Hero Wars. Das ist also ganz nett, demzufolge nach. Da kann man dann also sagen, okay, wer soll hier wo angreifen? Also wir könnten sagen, Nekinos, unser stärkster Spieler, der sollte also einfach den stärksten von denen angreifen, schätzungsweise halt einfach hier. Und dann kann man die immer schön verplanen, ja, und dann kann ich auch sagen, ja, Nekinos hat zwei Angriffe, ja. Also entsprechend, die hätte ich Ihnen ganz gerne zweimal verplant. Da kann man hier vorne halt einfach eine von diesen beiden Nummern runtersetzen und damit weiß ich dann, wenn er da angreifen soll und an der Stelle, ja, dann habe ich ihn jetzt zweimal da oben drin stehen und damit hat er keine Anzahl mehr. Und dann steht auch hier, Anzahl der Angriffe ist nicht mehr 40, sondern nur noch 38. Also das finde ich schon mal ziemlich cool von diesem Hero Assistant. Ja, hier kann man sich einzelne Titanen anschauen. Das ist mir noch nicht so ganz klar, wozu man das gebrauchen kann. Viel interessanter ist natürlich, ja, okay, jetzt wollen wir hier jemanden angreifen lassen. Ja, und also den Wagen zum Beispiel, der liebe Lukas, soll hier einfach mal den Acen angreifen. Und dann kann man hier halt auch gucken, was hat denn unser netter Lukas, ja? Also der nette Lukas hat diese netten Helden, weil die habe ich schon mal gesehen, mit denen hat er angegriffen. Das heißt, ich kann dann sagen, hey Lukas, hier, bitte greif doch mit denen den Helden an, weil offensichtlich hat er einen Jorgen, also wäre dein Sebastian ganz nützlich, ja? Ich kann mir auch den Sebastian angucken, den er hat, um festzustellen, hey, ja, der hat eine 52.000er Macht, das hilft also extrem viel. Was kann ich noch machen? Ich kann hier entsprechend nicht nur im Gildenkrieg schauen, sondern ich kann auch gucken, von wegen in der Arena. Ja, ich bin zurückgefallen auf Platz 25. Der James hat mich offensichtlich angegriffen, aber hat das Ganze nicht geschafft. Und siehe da, das steht dann auch direkt hier. Ja, James hat angegriffen, hat es nicht geschafft, deshalb ist der Attack missraten. Ja, und ich kann gucken, hey, was hat denn der für einen Angriff gemacht gehabt? 642.000 gegenüber meinen 616.000. Also offensichtlich hat er großes Pech gehabt, der arme Kerl. Ja, man kann auch direkt sehen, welche Pets waren denn oben drauf. Also er hat in der Reihenfolge hier Olli, Merlin, Axel, Kane und Mara drauf sitzen gehabt, wohingegen ich habe Olli, Fenris, Albus, Mara und Axel bei meinen oben drauf sitzen. Ich habe offensichtlich ziemlich viel in die Ausrüstungsteile investiert. Das hilft also ganz ordentlich. Vor allen Dingen kann ich jetzt sehen, naja, ich würde gerne jemanden angreifen. Also wenn ich den Pascha angreife, dann sehe ich keine gute Chance. Ich kann hier neu sortieren.
Ja, und mal zu gucken, wen könnte ich denn angreifen? Also, wo habe ich eine gute Chance eventuell? DSO Hero, kann ich draufklicken und siehe da, da hatte ich das letzte Mal gewonnen. Ich gehe davon aus, dass das vielleicht dann hoffentlich wieder passiert, aber ich würde eher zum Beispiel den Wilson als angreifen, ja. Also, der Wilson, wobei den habe ich auch nicht geschlagen, aber ich will irgendwie in die Top 20 reinkommen. Oh, wer ist denn das? Den kenne ich gar nicht. Elnaba, ja, siehe da, er ist auch mir nicht bekannt. Aber die Arena geht bei mir erst in einer Stunde los. Das heißt, wir gucken mal in die große Arena rein. Große Arena ist auch interessant. Da kann ich dann sehen hier von wegen, okay, wenn ich jemanden angreifen möchte, wen möchte ich denn angreifen? Das sind alles Leute, die ich überhaupt nicht schaffe. Ja, also da hinten, die würde ich schaffen. Das sind meine Guildenmitglieder. Da möchte ich gar nicht angreifen. Aber den Sam, der ist doch mal interessant. Den Sam habe ich auch schon mal angegriffen. Aber wie man sieht, ist es schon länger her, als es erfolgreich war. Ja, und der Vorteil ist einfach, wenn ich jetzt einen Sam angucke, der hat ein 700.000er Team da, hier hat er ein 400.000er und da hat er ein 550.000er. Das heißt, wenn ich angreifen sollte, dann dürfte ich mein Team hier, was 500.000 hat, ein wenig verstärken, sodass ich auf 600.000 komme, was ich maximal habe. Dann dürfte ich das Team da unten schlagen, wenn ich die richtigen Counter-Heroes verwende. Ja, und das zweitstärkste Team ist hier das 400.000er, das sollte ich auf definitiv schlagen können. Ja, also das 500.000, 500.000, habe die beiden ziemlich ausgeglichen aktuell im Angriff, sodass, wenn ich nicht weiß, wie stark der Gegner ist, das Ganze funktioniert. Ein bisschen unsortiert, finde ich, ist es ein Ganze, aber gut, muss man halt sich zurechtfinden. Das nächste ist so Warlock, das ist wie gesagt auch ganz interessant. Also gehen wir hier nochmal drauf. Ja, was hat der nette Lukas? Der hat den Azen hier im Angriff. Man sieht, das sind meine beiden Gegner, aber wenn der Lukas hier den Azen angreifen sollte, dann gucken wir doch mal einfach mal, wie sieht es bei unserem lieben Herrn Azen aus. Und das sind die Personen, die ihn angegriffen haben. Wir sehen leider, haben manchmal die Leute nicht ganz die 20 Punkte erreicht, wie sie erreichen sollten. Aber was soll's? Naja, es ist nur ein Spiel. Aber nichtsdestotrotz, also wenn ich jetzt Gilden-General bin, dann kann ich hier halt einfach sagen, okay, der Luca soll nicht angreifen, sondern ich hätte gerne, dass Facepalm angreift, ja. Der hat mit 400.000 mit seinem 460.000er Team platt gemacht, ja, weil er halt einfach weiß, wie er sozusagen das Ganze kontert. Also Sebastian ist schon mal ganz gut, um das da hinten zu kontern, ja. Also dann funktioniert der Spaß. Also das finde ich eigentlich auch ganz gut. Other Locks ist halt alles Mögliche, was man so irgendwie mal rumgespielt hat, ja. Von wegen hauptsächlich halt Abenteuer oder sonstiges. Ja, Worst kann man also im Nachhinein immer wieder gucken. Entsprechend, wie hat man gespielt, ja, wie war das Ganze ausgegangen? Ihr seht, ich habe das Ganze gescoutet, aber ich scoute immer noch Montas. Das kostet Punkte, kostet 10 Punkte hier und ich habe nur 300, ja. Kann im Moment das Ganze nicht aufladen, deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr am Ende mir eventuell dann ein paar Punkte schenken könntet. Das kostet euch nichts, ihr müsst halt einfach nur hier demzufolge nach bei dem ganzen Heroes Assistant den Link anklicken und das Spiel installieren und dadurch habt ihr mich als Freund geaddet und dann bekommt man hier netterweise so 20 Punkte. Ja, und wenn einer von uns das Ganze mal irgendwie auffüllt, dann kriegt man von den Freunden, die man gesammelt hat, tatsächlich sogar auch Punkte geschenkt. Das ist ganz nett. Ja. Wenn ihr Abenteuer wissen wollt, von wegen, oh Mist, ich bin schlecht gegen Wufos, ja, weil ich Magier bin und schaffe den einfach nicht, dann kann man sehen, in welchem von den Leveln aktuell heute demzufolge nach Rufus dabei ist und dann kann man dem aus dem Weg gehen. Das finde ich eigentlich auch nicht verkehrt, ja. Gilde sieht man, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Notification ist, also falls ihr irgendwelche Nachrichten hat, ist, finde ich, nicht jetzt so wichtig. Ja, aber vielleicht kann mir jemand auch da was in die Kommentare reinschreiben. Settings ist noch ganz nett. Ich habe da nicht viel dran geändert. Und wie gesagt, hier ist das Ganze von wegen, dass man sieht, wie hat man seine wo die Punkte ausgegeben. Schlussendlich, also hier wie gesagt, den Link setze ich mal rein als Kommentar, damit ihr mir hoffentlich, wie gesagt, 20 Punkte schenken könnt, wenn ihr es mögt. Und wie gesagt, wenn ich mal was aufladen sollte, dann kriegt ihr ja auch was zurück. Wie gesagt, es kostet nichts und würde mich daher freuen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.